Hallo! Willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal, beziehungsweise mein und deinem Kanal. Auf unseren Kanälen, genau. Wir laden es nämlich doppelt hoch, damit es jeder von euch sieht. Und ja. Ein kleines Infovideo quasi rund um unsere Weltreise. Weltreise. Die startet in Pi mal Daumen. 2 Wochen ungefähr. Ja. Während wir gerade hier das Wenn wir das aufnehmen. Ungefähr eine Woche, wenn ihr das dann seht. Und das Ganze geht 4 Monate. Ja. Einmal um die Welt, wie es schon der Name sagt, Weltreise. Und wir wollten euch einfach mal die Route vorstellen. Wir starten in Hamburg vom Flughafen aus und werden dann über Dubai erstes Mal auf die Malediven fliegen. Und das ist unser erstes Reiseziel. Ich wollte schon immer mal auf die Malediven, zusammen auch mit meinem Papa damals, und wollte unbedingt eine Tauchsafari machen. Und irgendwie haben wir uns überlegt, wie könnte man das verbinden miteinander, und haben uns dann dazu entschlossen, dass wir unsere erste Woche auf den Malediven auf einer Insel verbringen, in einem Hotel. Und die zweite Woche sind wir dann auf einem Tauchsafari-Schiff. Da kommt mein Vater dann auch noch dazu. Und dann machen wir eine kleine Tauchsafari für eine Woche lang noch. Genau, und bei dem Hotel haben wir überlegt, man kann ja entweder am Strand in der Villa schlafen oder man kann halt auch einfach diese Wasservillen, wie man es halt auch kennt aus den Videos und Bildern überall, auch auf den Wasservillen schlafen. Und wir wollten einfach beides ausprobieren und fanden das eigentlich ganz schön und haben das tatsächlich ganz gut buchen können und haben so die Hälfte der Zeit einmal am Strand mit einem eigenen Pool. Und dann haben wir, ab der anderen Hälfte müssen wir einmal unsere Koffer packen, werden wir dann in eine Wasservilla umswitchen. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr cool. Das wird sehr verrückt auf jeden Fall. Ja. Einfach Malediven. Mit Premium All Inclusive. Genau. Und die zweite Woche, wie gesagt, wir sind eine Woche auf der Insel im Resort und die zweite Woche dann Tauchsafari. Für die Leute, die nicht wissen, was das ist. Man geht auf ein Schiff, legt ab und ist dann eine Woche lang auf dem Schiff. Wohnt da quasi, lebt da und macht am Tag so 3-4 Tauchgänge. Ja. Und es dreht sich halt alles ums Tauchen. Dementsprechend habe ich letztes Jahr, 2023, noch meinen Tauchschein durchgeprügelt zum 2-Sterne-Taucher. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Das ich wird crazy. Auch. Ich wollte nämlich unbedingt Mantas sehen und Walhaie. Weil ich liebe Walhaie, ich finde die so schön. Und die gibt es halt auf den Malediven. Ich weiß, die gibt es auch noch woanders, aber Malediven ist halt so am besten, wo man sie sich angucken kann. Und deswegen, ja, freue ich mich da sehr drauf. Das wird so verrückt. Und als kleine Info, wenn ihr uns live verfolgen wollt, dann schaltet doch unbedingt bei unseren Twitch-Kanälen ein. Wir werden nämlich die ganzen 4 Monate live verfolgen, das heißt live auf Twitch sein. Und wir haben uns auch schon überlegt, wann wir den ersten Livestream machen von den Malediven, wo wir ja gerade bei dem Thema sind. Und zwar am 6.2. Also markiert es euch rot im Kalender an, 6.2. Uhrzeit wissen wir noch nicht genau, aber das werden wir auf unseren Social-Media-Kanälen dann mit euch teilen. Und dann zeigen wir euch die Insel. Wir blenden auch mal unten die beiden Twitch-Kanäle ein. Also gerne mal vorbeikommen, auch wenn wir jetzt gerade nicht online sein sollten. Lasst schon mal ein Follow da. Und wenn ihr richtig cool seid, dann am besten die Glocke aktivieren, weil dann gibt es eine Benachrichtigung. Vor allem, wenn ihr die Handy-App habt, wenn ihr es über Handy guckt, dann gibt es eine kleine Push-Up-Nachricht. Ey, wir sind jetzt online. Und dann wisst ihr quasi auch die Uhrzeit oder verpasst es auf jeden Fall nicht. Genau. Und auch wenn wir jetzt nicht online sind, schon mal ein Follow da lassen, wäre super. Und mal reinschauen. Genau, wir nehmen euch, wie gesagt, 4 Monate mit. Nicht jeden Tag, aber schon ziemlich oft. Und nehmt euch quasi einmal mit um die Welt. Das wird crazy. Genau. Okay, kommen wir zu Reiseziel Nummer 2, und zwar Thailand. Das wird auch so verrückt. Wir sind, Pi mal Daumen, 30 Tage da. Ja. 31 darf man? Wie war das? Also man hat visumsfrei einen ganzen Monat. Ich glaube 30 oder 31 Tage auf jeden Fall. Genau, und die reizen wir auf jeden Fall aus. Am Anfang, wenn wir in Thailand landen, werden wir erstmal kurz in Bangkok bleiben. Danach geht es dann oben nach Ayutthaya, wo ich den Namen einfach nicht mehr merken kann. Und nach, auch noch irgendwie schräg rechts, da war doch noch irgendwas, Tempel auf jeden Fall angucken. Genau. Und dann machen wir Inselhopping. Ja. Wir haben Thailand bewusst eigentlich noch nicht so richtig Unterkünfte gebucht, weil wir gesagt haben, wir wollen das mal auf uns wirken lassen. Und beim Inselhopping auch gucken, welche Insel gefällt uns jetzt am besten. Ja. Weil wenn du jetzt schon Unterkünfte buchst und dann ja nach 4 Tagen wieder weg musst, obwohl es dir mega gefällt da. Nee, wir wollen einfach frei sein in Thailand und den Monat quasi ja, spontan entscheiden. Ja. Und ich glaube, auch das wird sehr, sehr spannend im Livestream, weil wir euch dann immer zeigen können, okay, oder unsere Gedankengänge auch mitteilen.
Ich möchte aber dazu sagen, wir sind nicht nur live. Wir machen auch Vlogs. Ihr könnt das Ganze dann auch auf YouTube auf beiden Kanälen sozusagen in Folgenform sehen. Ihr seid aber dann nicht live dabei sozusagen. Das Ganze wird gecuttet und kommt dann ein bisschen später. Also ihr seht es dann halt. Und Social Media, Instagram. Oh ja, ganz wichtig, Instagram. Jeden Tag Stories, es gibt Reels, es gibt YouTube-Shorts gibt es, es gibt TikTok. Sogar TikTok. Ja, wir werden es überall streuen und ihr seht überall Content von uns. Denn wir machen die Reise ja auch, um Content zu erstellen. Wir nehmen auch die Drohne mit. Die Drohne, geile Aufnahmen, genau. Und ja, ich bin sehr gespannt. Und dann, wie gesagt, nach so 1-2 Wochen gibt es dann Inselhopping. Da gucken wir uns die verschiedenen Inseln an. Strand mit Affen, wir gehen tauchen. Wir, Koh Samui, Koh Tao. Genau, tauchen, immer schön die Insel erkunden, wandern und ja. Einmal auf der rechten Seite und quasi nochmal auf der linken Seite, weil die sich ja schon sehr, überhaupt nicht ähneln, sondern sind komplett unterschiedlich. Und deswegen wollen wir uns beide Seiten einfach anschauen. Und wie gesagt, wir wollen gucken, was wir machen und wo und wie lange wir bleiben, weil jeder sagt was anderes. Der eine sagt, das ist voll toll, und der andere sagt, das ist voll toll. Und wir wollen einfach selber entscheiden, gucken, was uns persönlich am besten gefällt. Und da bleiben wir dann auch. Ja, Reiseziel Nummer 3. Dann geht es nämlich von Bangkok nach Singapur. Wir dachten uns, wenn wir einmal da in der Nähe sind, dann können wir auch gleich mal uns Singapur angucken. Sehr teuer, merkt man jetzt schon, was Unterkünfte und so angeht. Großstadt. Und aber wer schon mal vom Flughafen in Singapur gehört hat, ich glaube, das wird schon mal ein Highlight, weil da so ein halber Dschungel mit Wasserfall im Flughafen. Und generell wollen wir uns einfach Singapur mal eine Woche angucken. Das heißt, wir bleiben eine Woche in Singapur. Ja, haben wir als Tipp auch bekommen von vielen, dass man sich das einfach mal angucken soll. Genau. Und was mich noch interessiert, ihr könnt halten, was ihr wollt von Zoos, aber mir wurde gesagt, dass der Singapur Zoo, dafür hat selbst Planet Zoo Werbung gemacht quasi, den will ich mir, wenn ich einmal da bin, auch angucken. Also nehmen wir euch dann auch einen Tag lang live mit in den Zoo von Singapur. Und das wird, glaube ich, sehr, sehr spannend. Und auch generell auch die Stadt, Großstadt. Aber dann hat man Singapur mal gesehen und hat auch schöne Ecken und ich bin sehr gespannt, was wir da sehen. Ich auch. Ist quasi nochmal ein extra Land. Singapur liegt nämlich, glaube ich, in Malaysia. Ja, stimmt. Genau, und nach Singapur geht es dann direkt auch zu einem absoluten Lieblingsreiseziel von mir. Und zwar geht es nach Japan. Ich freue mich total drauf. Wir werden von Singapur nach Osaka fliegen, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Ja, in Osaka wollen wir uns auf jeden Fall Universal Studios anschauen. Ich war tatsächlich in Los Angeles schon mal in einem Universal Studio. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie viel sich da unterscheidet oder ob das alles sich ähnelt. Und ich freue mich sehr auf die Harry Potter Welt. Ich bin ja absoluter Harry Potter Fan. Und ja, mal gucken, wie die das Ganze aufgebaut haben da in Japan. So ein riesen Aquarium gibt es. Genau, das glaube ich. Ich glaube, das ist sogar das größte der Welt. Ja. Der Welt. Genau. Hat mal nicht Dubai. Genau, das gucken wir uns auf jeden Fall an und werden dann mit dem Zug nach Kyoto fahren. Das ist, glaube ich, maximal nur eine Stunde entfernt. Das ist nur ein kleines Stück weiter oben im Norden. Und da freue ich mich sehr drauf, weil Kyoto ist ja dann doch ein bisschen, ist keine Großstadt. Und man kann so ein bisschen noch das ländlichere Leben erleben in Japan und alles nochmal so, auch die Bauten sehen anders aus, die Kultur nochmal ein bisschen miterleben. Da freue ich mich sehr drauf. Besonders, wenn ich mir ein Kimono ausleihen werde. Da freue ich mich auch, echt. Genau, und von Kyoto werden wir dann mit dem Shinkansen, auf jeden Fall mit dem Schnellzug, einmal nach Tokio reisen und uns quasi zum allerletzten Punkt begeben, den wir in Japan uns anschauen. Und das ist halt Tokio, die Großstadt. Und ich glaube, das wird Kulturschock auf jeden Fall. Ja, so viele Menschen, das wird verrückt. In Tokio werden wir uns dann auf jeden Fall Disneyland anschauen. Ja, ich bin auch mal sehr gespannt. Die Japaner, die zelebrieren ja immer alles so, wie der Unterschied ist. Weil ich war auch schon mal im Disney World und ich bin sehr, sehr gespannt, wo da die Unterschiede sind, ob man, ja. Und du warst, glaube ich, auch schon in Disneyland in Paris, Paris, oder? Genau, ja. Deswegen hat man eine gute Referenz. Ich muss dazu sagen, wenn man aber mal im Disney World war, da bleibe ich auch dabei, und dann in den Disneyland geht, dann vergleicht man immer mit dem World und World ist halt einfach top. Und deswegen muss ich halt sagen, bin ich auch sehr gespannt, wie die Japaner das handhaben. Nochmal kleine Anmerkung für die Leute. Es wird von allen Sachen, die wir so erleben, auch jetzt zum Beispiel Disneyland oder Universal Studios und so, immer Vlog-Folgen geben. Also Abo dalassen, falls ihr es noch nicht getan habt. Und gerne dann die Vlogs fleißig supporten, denn auch wenn wir unterwegs sind, könnt ihr uns unterstützen mit Daumen nach oben, mit Kommentaren und so weiter.
damit wir auch sehen, dass die Vlogs nicht umsonst sind und ihr auch da Interesse dran habt. Deswegen und noch mehr unterstützen könnt ihr uns natürlich, wenn ihr auf Twitch vorbeischaut. Das haben wir ja schon erwähnt. Also nochmal an der Stelle nochmal kleiner Aufruf. Shoutout! Jede Interaktion mit den Videos und Livestreams ist Gold wert. Ja, wir hoffen, wir zählen auf euch. Genau. Von Japan geht's dann weiter nach Hawaii. Warum nach Hawaii? Voll crazy eigentlich. Wenn ihr einen Flug buchen wollt von Hawaii nach Kanada, also Vancouver, dann kommt das teurer insgesamt, als wenn ihr einen Zwischenstopp auf Hawaii macht, in Hawaii noch 3 Tage bleibt, Unterkunft bezahlt und dann von Hawaii aus nach Vancouver fliegt. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir können uns noch Hawaii angucken, haben noch 3 Tage auf Hawaii mit Unterkunft und sind immer noch günstiger als der Direktflug. Nee, komm, dann lass uns Hawaii mitnehmen, ja, uns nochmal Honolulu angucken, schön am Strand nochmal chillen. Da werden wir auch ein bisschen Auszeit nehmen, weil ich glaube, der Kulturschock in Japan, ja, in Tokio, das wird... Bevor es dann in die ganze Einöde geht, wo genau, man alleine ist. Dann werden wir noch ein bisschen Sonne tanken auf Hawaii und uns ein bisschen, ja, Hawaii angucken. Wenigstens ein bisschen, ein paar Tage haben wir dann nur, es ist nicht lange der Aufenthalt, ja, aber immerhin noch günstiger sozusagen als der Direktflug. Das finde ich halt verrückt, weil du landest auf Hawaii und, ja, dann weiter ist günstiger, hast noch Unterkunft trotzdem noch mit drin in dem Preis und das ist verrückt. Ja. Wir haben, glaube ich, auch genau dort, wo die Zeitzonen aufeinandertreffen. Ah ja, stimmt. Ich bin nämlich der Meinung, wenn ich es richtig gesehen habe im Kalender, ihr könnt uns gerne verbessern, aber ich glaube, dass wir tatsächlich zweimal einen Tag erleben. Und, ja, zwar nämlich in Hawaii, wenn wir dort landen. Also einmal, wenn wir in Japan losstarten, dann starten wir gleichen Tag, wie wir in Hawaii quasi ankommen, zur gleichen Zeit. Also das ist total witzig. Wir rennen quasi der Zeit oder wir fliegen entgegen, in der Zeit, ja, zurück sozusagen. Genau. Das ist ganz cool. Zurück in die Zukunft oder wie war das? Ja. Und man muss auch sagen, das ist ein bisschen entspannter, weil wir haben so ab der Hälfte vom Flug nochmal Entspannung. Sonst wären wir, glaube ich, 13 Stunden durchgeflogen. Ja. Also es wäre ein Direktflug gewesen. 13 Stunden ist schon echt heavy und dementsprechend ist es genau auf der Hälfte. Ein bisschen entspannter auch. Genau, 2x6,5 glaube ich. Genau. Mit Zwischenstopp Hawaii angucken. Ja. Beste. Also das war auch gut, dass wir das gefunden haben, finde ich. Haben wir aber auch lange geguckt. Ja, also generell mit den Flügen, das war auch nicht so einfach. Und ja, warum nicht Hawaii noch mitnehmen, wenn es noch günstiger kommt im Endeffekt. Voll crazy. Ja, genau. Ja. Und nach Hawaii geht's an ein Traumreiseland. Vielleicht war der ein oder andere auch schon von euch dort oder möchte noch hinreisen. Ich habe auf jeden Fall nur Gutes davon gehört. Und zwar, es geht nach Kanada. Wir werden in Vancouver landen und werden uns dort ein wenig die Stadt angucken. Vancouver soll ja auch total schön sein, hat auch super tolle Parks und da gibt es auch so eine Otter-Rettungsstation, sag ich mal. Da gibt es auch einen Twitch-Kanal tatsächlich dazu, den man dann beobachten kann. Da möchte ich auch unbedingt hin. Und genau, schauen uns Vancouver auf jeden Fall ganz in Ruhe an und werden dann von dort aus unser Wohnmobil besteigen, denn wir haben ein Wohnmobil gemietet, wie man am besten natürlich Kanada bereisen kann. Ja. Und werden dann tatsächlich 3 Wochen im Wohnmobil leben. 3 Wochen im Wohnmobil ziehen, das wird verrückt. Und ja, dann von Campingplatz zu Campingplatz. Und ja, von Vancouver geht es dann erstmal rauf auf die Fähre mit, genau, dem Wohnmobil. Ich glaube, das wird auch schon sehr spannend. Ja. Und dann geht es rüber nach Vancouver Island. Und damit herzlich willkommen bei Seven vs. Wild. Und genau, dann gucken wir uns erstmal Victoria, glaube ich, denke ich mal an. Genau, da, das, wo die Fähre auch landet dann. Genau, da liegt die Fähre an. Da gibt es auch einen wunderschönen alten Hafen, den will ich auf, ja, jeden Fall sehen. Fisherman's irgendwas, glaube ich. Fisherman's Wharf. Genau, und dann werden wir uns Vancouver Island ein bisschen mit dem Wohnmobil angucken, Richtung Norden fahren. Ja, mal gucken, wie weit wir kommen. Es ist ja Nebensaison. Wir sind ungefähr im April, glaube ich, dort. Ja. Und dementsprechend hat noch sehr vieles nicht auf. Es ist viel geschlossen. Das Wichtigste habe ich vergessen. Na? Whale-Watching, so Whale-Watching, heißt es. Ja. Ich will unbedingt Wale sehen und wir haben Glück, wie du schon gerade sagst, Nebensaison. Ja. Nur eine quasi Touribude, nenne ich es jetzt einfach mal, hat offen. Ja. Aber bieten das an und gerade wenn wir da sind in der Zeit, kann man auch gut Wale gucken, weil die da wandern, habe ich gelesen. Also die bewegen sich irgendwie von oben nach unten und da hat man sehr, sehr hohe Chancen, Wale zu sehen. Wir haben jetzt aber schon festgestellt, ein bisschen Pech hatten wir, dass wir in der Nebensaison, weil ein Monat später ist erst Hauptsaison in Kanada, hat eine gute und eine schlechte Seite. Die gute ist, es ist da nicht so voll. Das heißt, wir werden auch viel, also nicht so viele Touris da treffen und nicht so viele Menschen und man kann coole Aufnahmen machen. Alles entspannt. Ja, man hat halt viel Zeit. Das Schlechte ist, viele Sachen haben zu. Ja. Zum Beispiel die ganzen Bärenführungen.
Ja, wir wollten auch Grizzlybären uns eigentlich angucken. Das kann man wohl ganz gut von Victoria oder halt allgemein von Vancouver Island, von einigen Häfen, und kann dort so eine Bootstour sich mieten und dann vom Wasser aus sich die Grizzlybären angucken, auf dem Festland dann quasi. Ja, aber die meisten Sachen haben leider zu. Zum Glück nur die meisten. Eins, zwei haben immer offen, das ist ganz gut. Deswegen, sowas wollen wir auf jeden Fall auch machen, weil wenn man einmal da ist, dann möchte man natürlich auch Bären sehen. Das Gute ist, im April sozusagen, nicht gerade erst, aber sie sind aus dem Winterschlaf mit ihren Jungen auf Nahrungssuche. Ist auch gefährlich. Wir werden auf jeden Fall Bärenspray uns kaufen und noch ein bisschen, es gibt auch so eine Knaller. Die werde ich auf jeden Fall auch holen. Es gibt auf Spotify, glaube ich, auch einen Bärensong oder so, den man abspielen soll, wenn man zu tief in den Wald wandert in Kanada. Okay, crazy. Ja, und dann geht's durch den Jasper Nationalpark. Ja, also noch nicht, sondern wir werden erstmal eine bestimmte Route fahren, erstmal zu den Nationalparks hin. Das ist durch Squamish durch und Whistler, Mountain Whistler. Einige, die vielleicht schon mal da waren oder sich darüber informiert haben, wissen jetzt genau, wo ich meine. Und sonst können wir hier eine Karte einblenden. Ich muss auch dazu sagen, dass Angie die Route gemacht hat, weil Kanada mich komplett raus. Sie wollte da auch unbedingt hin. Ich finde es auch cool, das mal anzugucken, und ich will da unbedingt meine Drohne richtig fordern. Und sie hat die Route gemacht, sogar live auf Twitch, da konnte man dabei sein. Ja. Und so eine Sachen seht ihr nämlich auch auf Twitch. Und ich bin da sehr gespannt, was uns erwartet. Also deswegen, da ist sie Chef. Genau, und je nachdem, ob es vielleicht möglich ist, aber ich denke schon, dass es möglich sein wird, können wir uns sogar überlegen, wenn wir genügend Zeit haben, vielleicht auch einmal Skifahren zu gehen in Kanada. Ja. Soll total geil sein, habe ich gehört. Und warum nicht? Ich meine, die royalen Leute aus England, ne, aus dem Königshaus, gehen ja auch öfters mal Skifahren, habe ich gehört. Kann sowieso sein, dadurch, dass wir im April da sind, da ist noch nicht sozusagen Sommer, sondern da ist eher noch so ein bisschen Frühling, wintermäßig am Start, dass wir auch Schnee haben. Also da bin ich auch sehr gespannt. Und wie kalt es ist. Und es gibt ein kleines Problem, das können wir jetzt schon mal sagen, dass viele Campingplätze noch zu haben. Das wird schwierig, genau. Die haben quasi einen Monat später erst offen. Aber ein paar haben offen. Dann müssen wir uns dann halt damit behelfen. Ja, wird spannend. Genau. Und wie gesagt, da könnt ihr alle immer dabei sein. Wir werden da auch viel streamen und euch mitnehmen. Und ihr seht dann, wenn auch was nicht hinhaut. Alles echt, nichts gecuttet und nichts. Genau, und auf jeden Fall, was du gerade meintest, Jasper Nationalpark wollen wir machen. Wir wollen oben reinfahren und dann quasi durch die ganzen Nationalparks. Jasper ist ja da und dann gefolgt von Banff Nationalpark. Der Banff. Bis nach Calgary fahren wir dann. Genau. In Calgary geben wir das Wohnmobil dann wieder ab. Genau. Und dann geht's in Flieger. In Flieger. Nach? Den Flug, den wir noch buchen müssen. Zum nächsten. Haben wir den noch nicht? Ach doch, den haben wir schon. Aber den nächsten haben wir noch nicht. So. Doch, den haben wir auch, aber der wurde verschoben. Der wurde verschoben. Zwar, das nächste Reiseziel ist Toronto. Warum Toronto? Ist jetzt nicht so das Urlaubstraumziel. Aber was ist in Toronto? Die Niagara-Fälle. Und eins der Weltwunder. Wenn man schon einmal da ist, möchte man auch mal die Niagara-Fälle sehen. Und deswegen ab nach Toronto. Und dort gibt es geführt Touren. Das sind so Tagestouren, weil das ist ungefähr eine Stunde, eineinhalb Stunden ist von Toronto entfernt, die Niagara-Fälle. Toronto hat auch eins, zwei Sachen, die man sich angucken kann. Wir bleiben da noch einen Tag in Toronto, machen noch einen Toronto-Tag. Soll eine echt schöne Stadt sein. Und dann geht's weiter. Nach New York. Genau, nach New York geht's dann. Das wird auch nochmal richtig crazy. Wir waren beide noch nicht da, also beziehungsweise ich war mal ganz kurz da für Zwischenlandung. Ja, am Flughafen. Zwischenlandung und dann weiter. Und dann werden wir uns auf jeden Fall New York angucken. Auch teures Pflaster, muss man sagen, wenn man nach Unterkünften guckt. Sehr teuer. Besonders, wenn man nicht irgendwie Angst haben will, in so einem Angstviertel unterzukommen und in so einem schäbischen Motel, wo auf einmal gefühlt überall Kakerlaken auf einem drauf sind. Haben wir auch schon einige Stories von Bekannten gehört, sozusagen. Deswegen müssen wir mal gucken. Wir haben auch noch keine Unterkunft in New York. Fehlt uns noch. Und der Flug wurde jetzt schon gecancelt. Das wird sowieso spannend. Zwar erst in 5 Monaten, aber okay. Das ist halt schon crazy. Und wir sollen uns jetzt einen anderen Flug aussuchen. Wir dürfen auch einen teureren nehmen. Kostet trotzdem nichts. Das finde ich schon mal cool. Schon Business Class. Ja, sowas vielleicht nicht, aber so vielleicht zu einer besseren Zeit oder ein schnellerer, keine Ahnung. No.
Aber generell ist das auch so ein Thema, das spannend wird bei der Weltreise, ob wir alle Flüge kriegen, ob unser Gepäck da bleibt. Also ihr werdet das alles mitverfolgen, das wird so verrückt. Generell auch Flughäfen, sind wir pünktlich da und so. Da habe ich ja auch immer meine Top und Flops des Essens. Oh ja, das wird auch krass. Ja, New York haben wir auch voll viel auf der To-Do. Ja, für 6 Tage, glaube ich, die wir uns entschieden hatten. Ja, aber da gibt es halt so viel zu sehen. Viel zu viel. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr schon mal in New York wart. Was ist ein Must-Have? Was müssen wir uns angucken? Weil, oder Must-Do? Must-To-Do, ja. Must-To-Do. Weil wir haben so viel auf unserer Liste stehen. Wir wollen es dann zwar spontan machen, worauf wir Bock haben, oder vielleicht machen wir eine kleine Abstimmung bei Twitch oder so, mal gucken, im Livestream. Aber zum Beispiel haben wir uns jetzt schon ein bisschen Sachen angeguckt und da gehen die Meinungen auch auseinander. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was euch vielleicht am besten gefallen hat, wenn ihr schon mal da wart oder was ihr gehört habt. Und zwar wissen wir noch nicht ganz, ob wir aus Empire State Building wollen oder zum Beispiel Rockefeller Center. Genau, und da sind wir uns noch ein bisschen uneinig. Und ansonsten vielleicht auch noch andere Sachen, die wir uns anschauen sollen. Definitiv, ja. Times Square. Ja, den oder, auf jeden Fall. Oder die Wall Street will ich halt auch mal. Alleine, wer den Film kennt. Ich würde auch total gerne tatsächlich ins Stadion gehen und einfach mal ein Spiel mir angucken. Die Frage ist, Baseball oder Football? Ich glaube, ich bin eher bei Football. Da ja. Sieht man wenigstens noch ein bisschen Action so. Ja, ich glaube, ich war auch bei. Aber vielleicht machen wir das einfach spontan. Also beides. Die Frage ist, kriegt man spontan Tickets? Das ja, ist halt bestimmt. Auch so. Naja, auf jeden Fall dann auch noch die Brooklyn Bridge rüber, einmal Brooklyn. Und unbedingt ins Naturmuseum wollen wir, ein Naturgeschichtsmuseum. Denn da wurde, vielleicht kennt der ein oder andere auch den Film, Nachts im Museum gedreht. Ja. Mit dem riesen, ich weiß gar nicht, was ist ein T-Rex? T-Rex-Skelett, ja. Das würde ich mir auch gerne angucken. Ich glaube, das war ziemlich cool. Grand Central Station will ich mir anschauen. Da wurde auch einiges von Harry Potter zum Beispiel gedreht und ganz viele andere Filme auch. Es gibt auch einen Harry Potter Laden. Genau, gibt es auch. Will ich auch unbedingt sehen. Ich weiß gar nicht, was hatten wir noch? Ja, ihr seht schon, das ist so viel. Es gibt auch eine total geile Bibliothek. Da wurde auch Spider-Man gedreht und auch Harry Potter. Die will ich mir auch anschauen. Die soll auch total toll sein. Bibliothek. Hey. Sie soll echt cool sein. Eine der schönsten. Ja, ich bin gespannt. Eine der schönsten. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Wie gesagt, auch zu den anderen Ländern. Wenn ihr in irgendeinem anderen Land wart und sagt, ey, da müsst ihr unbedingt hin. Ihr würdet das bereuen, wenn ihr da nicht hingeht. Dann auch, schreibt das. Auch nicht unbedingt nur Sachen, die man sich ansehen kann, sondern auch Foodspots zum Beispiel. Wenn ihr sagt, das war der geilste Burger meines Lebens. Auf jeden, ich habe noch nie eine geilere Pizza gegessen oder noch nie geileres Curry oder was weiß ich, was es gibt, oder Eis oder Frühstück oder sonst irgendwas, schreibt es gerne in die Kommentare. Genau. Und dann kommt das letzte Reiseziel und das ist tatsächlich noch offen. Denn wir haben gesagt, zum Ende der Weltreise wollen wir, oder wir haben jetzt noch so 2 Wochen. Genau, Pi mal Daumen, weil wir eine Woche ja schon wieder in Deutschland sein wollen, bevor es dann losgeht mit Arbeiten. Genau, und deswegen haben wir 2 Wochen noch übrig. Und da würden wir gerne, weil ich glaube, die 4 Monate wären schon sehr stressig, weil wir haben so viel auf der To-Do. Kleiner Aufruf nochmal, guckt mal in der Videobeschreibung, da steht die Roadmap. Und da seht ihr auch nochmal, was wir alles vorhaben. Da seht ihr nochmal alle Ziele und so weiter in einer schönen Tabelle übersichtlich. Und wenn ihr am Handy guckt, übrigens das Handy einmal quer drehen, dann könnt ihr die Tabelle besser angucken. Und genau, wir wissen halt dann die letzten 2 Wochen noch nicht wohin. Aber wir wollen auf jeden Fall, weil das alles so stressig wird, nochmal in die Sonne. Ja, Karibik. Karibik vielleicht oder Mexiko. Ist Karibik. Ja, naja, oder halt hier Domrep oder was weiß ich, was genau, es alles gibt. Irgendwas auf jeden irgendwas Fall. Mit Sonne, was halt in der Nähe ist. Das wäre halt ganz cool. Aber das wissen wir noch nicht. Und ich glaube, bis jetzt ist so der Stand, dass wir das spontan machen. Ja. Dass wir einfach gucken, wo. Vielleicht, ich finde auch die Idee ganz cool zu gucken, wo ist gerade der günstigste Flug hin. Ja, wir haben dann noch zwei Wochen Zeit. Vielleicht machen wir 2 Wochen, also eine Woche nochmal da, eine Woche da, weil wir gerade sehen, boah, Alter, ein Flug nach Florida kostet jetzt doch nur 50 Euro pro Person. Ja gut, dann machen wir halt noch eine Woche Florida oder so. Also das ist Ende ist noch offen und dann geht's halt wieder zurück nach Hamburg. Alte Deutsche. Nein, halt, stopp, wir sind ja im Sommer da. Stimmt, wir kommen genau im warm wieder. Wir kommen genau im Sommer wieder. Wir skippen nur die kalte Jahreszeit. Ja, das stimmt. Ja, genau. Ja. Kleine Info an euch noch. Wir werden noch ein zweites Video hochladen. Da haben wir schon ein paar Fragen gesammelt und die werden wir euch beantworten. Quasi ein F&Q. FAQ. FAQ. Ja. Und ja, wenn ihr noch Fragen habt, vielleicht auch zur Weltreise oder zu bestimmten Ländern oder wie, was, wo. Genau. Und wir die noch nicht in dem nächsten Video quasi beantworten, stellt sie uns gerne in den Kommentaren. Können wir die vielleicht auch noch mit aufgreifen. Ja, jetzt habt ihr erstmal einen Überblick über die Route. Wir haben uns viel vorgenommen. Ja. Es werden so viele Eindrücke, es wird so eine verrückte Zeit werden. Ich muss Koffer packen. Ja, tschüss. So, vielen Dank fürs Zusehen.
Wir haben das Video, wie gesagt, auf beiden Kanälen hochgeladen. Wenn ihr cool seid und das bei Angie seht, dann kommt auf meinen Kanal und lasst auch einen Daumen da. Und wenn ihr bei meinem Kanal seid, und dann geht mal rüber zu Angie und lasst da noch einen Daumen da. Denn ihr wisst, Algorithmus füttern, Videos supporten, bisschen Support wäre nice, kostet euch ein Lächeln. Und die anderen Social Media Kanäle. Genau, Instagram, überall sind wir. Bei Twitch vorbeigucken, auch wenn wir nicht online sind, schon mal ein Follow da lassen. Und wie gesagt, die Glocke wäre ganz cool, dann kriegt ihr halt eine Push-Up-Nachricht. Und ansonsten läuft gerade auf jeden Fall noch ein Vlog. Schaut da gerne mal rein. Entweder Dubai läuft noch. Ja doch, Dubai müsste noch laufen. Ansonsten kommt der Bayern-Vlog, wo wir in Bayern waren. Das ist auch sehr crazy. Oder wenn ihr dieses Video ganz, 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 ganz spät erst seht, dann seht ihr vielleicht schon die Malediven-Vlogs oder ja, genau. Japan-Vlogs oder Thailand-Vlogs. Genau, oder die Weltreise-Vlogs gerne genau. Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Bäumchen nicht vergessen. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video. Vielen Dank. Tschüss. Bye-bye.